Bang! Und plötzlich ist alles anders. Hat Covid-19 ein Zukunftsbeben ausgelöst? So nennt die Forschung Momente, die alles für immer verändern. Also ist Corona so ein Beben? Und wie wird sie sein, die Welt danach? Prognosen sind ja immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Dieser uralte Witz bringt es immer noch auf den Punkt. Niemand kann wissen, was nächstes Jahr sein wird. Die Zukunft liegt im Nebel. Aber völlig blind sind wir für das, was vor uns liegt, nun auch wieder nicht. Was passieren könnte, zeigt, auch wenn es paradox klingt, ausgerechnet ein Blick zurück in die Vergangenheit. Also keine Prognosen, sondern Regnosen helfen uns. Solche Regnosen können uns zumindest eine Vorstellung davon vermitteln, wie die Zukunft sein könnte. Denn bei Zukunftsbeben gibt es ein paar Mechaniken, die sich oft gleichen. In der Naturwissenschaft lautet die Erkenntnis, wenn die alte Welt kaputt geht, dann entsteht nachher zwar immer eine neue, keine Frage, aber die ist womöglich ganz anders als die alte. Beispiel, als vor 65 Millionen Jahren ein Meteorit auf die Erde knallte, da war das ja ganz buchstäblich ein Zukunftsbeben. Damals sind ungefähr 3/4 aller Tier- und Pflanzenarten ausgestorben. Nach ein paar Millionen Jahren hat sich die Natur zwar erholt, die Artenvielfalt war irgendwann wieder ungefähr genauso groß wie vorher, aber es waren ganz andere Arten, die dann lebten. Die Dinosaurier, die endlos lange die Erde beherrscht hatten, die sind nicht zurückgekehrt, sie sind für immer verschwunden. Säugetiere und Vögel, zuvor nur Randerscheinung der Evolution, die traten an ihre Stelle. Die Erde hat sich also durch die Katastrophe dauerhaft verändert. Das ist übrigens vorher auch schon ein paar Mal passiert. Es gab bereits 5 Massenaussterbekatastrophen in der Geschichte der Erde. Und jedes Mal war das Leben nachher ganz anders als vorher. Naturkatastrophen, ob es nun Meteoriten, Klimakrisen oder Seuchen sind, die haben das Zeug dazu, echte Zukunftsbeben auszulösen. Im Sozialen ist das natürlich nicht ganz so eindeutig. Auch da gibt es Zukunftsbeben. Also Kolumbus fahrt nach Amerika zum Beispiel. Der Erste Weltkrieg, der Zweite, das Reaktorunglück in Tschernobyl oder die Terroranschläge am 11. September 2001. Das waren ja alles Ereignisse, die die Welt für immer verändert haben, keine Frage. Aber die Regnosen zeigen jetzt einen entscheidenden Unterschied zwischen Zukunftsbeben in der Natur und solchen in der Gesellschaft. Was nämlich in der Natur passiert, das ist ungesteuert. Dass die Säugetiere die Dinos ablösten, das war ja nicht ihre Entscheidung. Das ist einfach so passiert. Aber wenn nach Kolumbus die Europäer beginnen, Amerika auszubeuten, seine Bewohner zu unterwerfen, und wenn die deutsche Regierung nach Tschernobyl und Fukushima beschließt, aus der Atomenergie auszusteigen, dann sind das bewusste Entscheidungen, keine Zufälle. Das ist gesteuert. Zukunftsbeben können zwar alles verändern, das ist also in der Gesellschaft genauso wie in der Natur, aber wohin die Reise geht, das können nach sozialen Zukunftsbeben wir entscheiden. Die Nach-Corona-Welt wird also so sein, wie wir es wollen, vereinfacht gesagt. Und da weist der Soziologe Hartmut Rosa auf eine einmalige Chance. 2 Jahrhunderte lang sei die Welt ja quasi immun gewesen gegen jede Art von Wachstums- und Beschleunigungskritik. Deshalb hätte sich ja auch eben alles immer weiter beschleunigt. Great Acceleration nennt man das in der Ökologie, weil sich in dieser Zeit tatsächlich alles Mögliche gleichzeitig beschleunigt hat. Also die Produktion von Autos genauso wie der Verbrauch von Öl oder die Verwendung von Dünger in der Landwirtschaft, wie die Überfischung, das Artensterben, der globale Temperaturanstieg, das Bevölkerungswachstum, die Verwendung von Plastik oder die Abholzung, könnte ich ewig weiter aufzählen. Aber das alles ist gleichzeitig ganz viel mehr geworden. Und daran konnten bisher weder Al Gore noch Fridays for Future was ändern. Aber jetzt, seit April 2020, ist das plötzlich anders. Die Welt steht still, also weitgehend zumindest. Und das zum ersten Mal. Und das haben wir entschieden. Denn es war ja erst die weltweite politische Reaktion auf das Coronavirus, die diese gewaltige Entschleunigung produziert hat, meint Hartmut Rosa. Es sei ja nicht das Virus gewesen, das die Flugzeuge vom Himmel geholt habe, sondern das sei die Politik gewesen, also die Entscheidung von Menschen. Menschen haben den Flugverkehr um 80 bis 90% reduziert. Einfach so, weil sie es für notwendig hielten. Und obwohl es vorher in den Umweltdebatten über Jahrzehnte immer hieß, sowas sei ja völlig unmöglich. Einen Triumph des politischen Handelns, nennt Rosa das, weil es eben zeigt, wozu wir fähig sind, wenn wir nur wollen. Sogar der Präsident der USA befiehlt der Industrie in der Not einfach, statt Autos nun Beatmungsgeräte zu produzieren. Okay, ob das sinnvoll ist, darüber kann man natürlich streiten, aber dass es möglich ist, definiert die Möglichkeiten eines Zukunftsbebens.
So gesehen ist Corona für die ganze Welt eine große Chance. Mit den vielen Milliarden, den Billionen sogar, die jetzt in die Konjunkturprogramme fließen, mit denen lässt sich die Zukunft eben so gestalten, wie wir es wollen. Aber was wir wollen sollen, das kann uns jetzt auch keine noch so genaue Prognose zeigen. Denn das Ende eines Systems bedeutet ja noch nicht, dass man schon Neues hätte, das jetzt viel besser wäre. Man kann ja auch jeden Elfer verschießen, jede Chance versemmeln. Und man kann auch ganz verschiedener Meinung darüber sein, was eine bessere Zukunft eigentlich ist. Nach Fukushima hat Deutschland den Atomausstieg beschlossen, Frankreich aber nicht. Es kommt darauf an, was man daraus macht, was wir daraus machen.